Und dann sind wir im Spiel. Die Hausherren, die Huskies in den dunkelblauen Trikots von rechts nach links. Traffic vom gegnerischen Torwart da generiert. Gut, abgefangen jetzt die Scheibe und der erste Abschluss von Hunter Garland. Hunter Garland seit heute mit dem Goldhelm unterwegs. Tristan Kay und das 1:0 für die Schlittnummer. Und es ist wieder diese Reihe, Lasse. Ja, wir hatten im Voraus schon angesprochen, auch jetzt wieder einfach gespielt hinten raus. Natürlich mit seinem Tempo, was er eben hat. Scheinbar optisch wenig Probleme hat, am Verteidiger vorbeizulaufen. Das schießt schön oben in die lange Ecke. Über 100 Punkte in über 300 DEL-Spielen. Und ja, soll auch so ein bisschen diesen Abgang von Kranz kompensieren. Jetzt Brandon Cutler mit guter Übersicht und starken Pass auf Toujon. Und das ist natürlich ein klasse Treffer. Für die meisten auch die erste Station eben auch in Deutschland, sich an das ganze Eishockey hier zu gewöhnen. Aber kennst du aus der eigenen Erfahrung, gerade wenn man dann das erste Tor macht, die erste Vorlage macht. Das kann oftmals auch ein Dosenöffner sein, eine kleine Befreiung sein. Weit über 500 Partien für den ECK absolviert. Und wenn man den Blick mal gleich, können wir es vielleicht auch mal anfangen, an die Hallendecke schweifen lässt. Da hängen die neu gesperrten Nummern. Tor für die Tower Stars. Klasse gespielt. Wow, starke Bewegung, starker Abschluss. Matthew Santos war das. Ja, wirklich stark gemacht. Bis zum bitteren Ende durchgezogen, die Bewegung. Und dann die minimale Lücke gefunden. Hier haben wir einen der Neuzugänge auf Kastler-Seite mit einem kleinen Bock hinterm eigenen Tor. Marc Duquette hatte sich etwas dupieren lassen. Glück für die Huskies, dass da Tung. Ja, geht wirklich schön anzusehen. Relativ schnell hin und her, ist wirklich ein schönes Spiel zum Angucken. Viele Zweikämpfe, viele Toraktionen trotzdem auch. Wie gefährlich er gerade in dem Aspekt ist. Hier auch wieder in Action, hat sich vom Tor positioniert, aber Ryan Olsen ist da gut verteidigt worden. Jetzt gibt es ein bisschen Platz für die Tower Stars. Schönes Zuspiel und der Ausgleichstreffer durch Fabian Dietz. 2:2, auch wieder keep it simple stupid. Egal drüber, findet Dietz, der dann wenig Mühe hat, den über Mauer drüber zu schieben. Ja, Philipp Maurer da natürlich machtlos, muss ja auch den Spieler so einfach zu kontrollieren. Thiel. Apropos Geschwindigkeit bringt der auf jeden Fall auch mit, der Neuzugang der Adler Mannheim. In der neutralen Zone runter, nochmal verwegener Fernschuss von Bender. Wo soll die Scheibe hin, wenn ich aufs Tor? Und ja, kurzes Fazit vom ersten Drittel, Lasse. Habt ihr nochmal das Wochenende Revue passieren lassen, gerade der Kollege Hürdes und du wahrscheinlich? Ja genau, eben noch mein Mannschaftsbetreuer getroffen, nochmal kurz ausgetauscht. Diesmal verpasst Duquette die Scheibe. Die können sich jetzt festsetzen. Abschluss kam da von der rechten Seite. Hab's tatsächlich einmal ausprobiert, einmal und nie wieder. Ach ja, erzähl mal. Hast du eine Wette verloren oder war es aus Interesse? Nee, damals tatsächlich auch noch im Jugendbereich. Zum Ende der Saison haben wir auch so ein Eltern-Kind-Spiel gemacht. Und da bin ich auch mal in die Teute-Ausrüstung geschluckt. Kassel zieht das auseinander. Jetzt wird wahrscheinlich Olsen reinfahren. Und klasse Safe da von Perto. Super sehenswert. Nach vorne geschnellt mit der Fanghand zur Stelle. Wenn es angespielt wird, Olsen schleicht sich am kurzen Pfosten wieder mit rein. Versucht natürlich da den Torwart so ein bisschen zu verladen. Der hat es aber, glaube ich, schon auch geahnt. Und macht da einen schönen Safe mit der Fanghand. Valenti verspringt die Scheibe in der blauen Linie. Jetzt sogar die Gelegenheit für einen kleinen Konter. Abschluss kommt, aber Maurer zur Stelle. Strahlt wieder viel Ruhe aus, gefällt mir gut. Chefposition bis jetzt heute hier sehr gut dargestellt. Oh, und ein kleiner Fauxpas an Huskies Abwehr. Gelegenheit für Philipp Maurer, sich auszuzeichnen aus kürzester Distanz mit der V-Hand. Scheibe durchgesteckt, aber für Weidner auch nicht zu erreichen. Erneuter Scheibenverlust. Tower Stars geben aber in der neutralen Zone wieder her. Jetzt ein bisschen Platz. Abschluss kommt, Treffer! Für den Kapitän Jake Weidner. Eiskalt zur erneuten Führung für die Huskies.
herrlich. Schöner Treffer von Joey Poulsen. Klasse Kameraperspektive, um sich das nochmal anzugucken. Wenn es schnell geht, könnte es noch einen Abschluss geben, aber wird der Spieler etwas weit nach außen gedrängt und im Moment die Sirene. Ja, aus gesundheitlichen Gründen aktuell leider nicht hier sein kann. Wir vermissen dich, Keule, und wir hoffen, dass du bald wieder fit bist. Viel Spaß auf der Couch bei der Übertragung. Durchaus etwas rauer sein kann. Wenn diejenigen von euch, die hier zuschauen und selber Sport machen, werden das mit Sicherheit auch schon mal erfahren haben. In der Regel ist es so, dass diese Reihe ein Tor ist für die Huskies. Gute Überleitung. Gerade noch die Kurve gekriegt zum Live-Geschehen da unten auf dem Eis. Huskies schrauben wieder auf 2 Tore Vorsprung. Da ist es Tristan Keck, der vollendet hat. Wunderbar reingegeben, die Scheibe von Olsen. Und dann mit dem One-Timer ins Glück für die Schlittenhunde. Ja, Scheibe wird ganz einfach laufen gelassen. Über Garland zu Olsen, der Keck sieht im Slot. Zurückgelegt zu Simon Sitzemski. Und jetzt gibt's Platz. Alroth und Keck. Sie haben die Technik, sie haben die Geschwindigkeit. Alroth macht's alleine, auch weil Keck da ein bisschen nach außen gedrängt wurde. Strafe wegen Haken angezeigt, um 4 zu gestalten. Ja, wir sehen, Alroth wird noch vor der Toraktion gestört. Deswegen die 2-Minuten-Strafe kommt zum Abschluss und eben nicht der Penalty. So allerdings nicht. Jetzt müssen sie sich erstmal den Gegenangriff erwehren. Wow. Tolles Zuspiel! Wow. Was für ein klasse Tor! Wow. Der Tower Stars, meine Herren, eines der tollsten Tore in dieser noch frühen Saison. Für Erik Karlsson dann natürlich kein Ding, den zu verwerten, aber der Aufbau dahin war natürlich zum Zungenschnalzen. Ja, macht den Kopf hoch. 3 Kasseler Spieler natürlich um den scheibenführenden Spieler rum, eher so ein bisschen im Begleitschutz. Gehen nicht wirklich ran, unterschätzen die Situation vielleicht auch ein bisschen. Santos mit einer wahnsinnigen Übersicht. Entsteht, weil so richtig sattelfest sind die Huskies da auch noch nicht. Jetzt können sie den Deckel aber noch mal drauflegen. Tristan Keck, der sich da fast zum Hattrick. Marc Duquette. Na, Ravensburg macht früh Druck, geht schnell auf die Scheibe. Der Torwart geht die jetzt aus dem Tor. Vor allen Dingen weiter weg vom eigenen Tor. Das muss im Moment erstmal der Schlüssel sein. Jetzt Tristan Keck. Garland. Ja, den muss Keck machen. Belohnt sich. Kann er sich natürlich bei Hunter Garland bedanken, dass er ihm diesen Hattrick schenkt für Kassel. 5:3. Ja, ärgerlich aus Ravensburger Sicht. Verliert die Scheibe im Aufbau. Keck spielt zurück, dann auf Garland. Und das ist jetzt der Schlussakkord.